Das Problem ist nicht die Lösung. Guten Morgen. Ich möchte euch heute einen Ansatz präsentieren, der unglaublich wichtig ist. Unglaublich wichtig, weil er unglaublich viel Zeit spart. Ich möchte direkt anfangen mit praktischen Beispielen, damit ihr sofort wisst, was ich meine. Und dann erst in das Detail gehen. Zum Beispiel, mein Auto ist kaputt. Dann ist das Problem das Auto. Es ist durchaus möglich, dass das Auto zu reparieren keine Lösung ist, weil das Auto so kaputt ist, dass man es nicht mehr reparieren kann. Wenn man aber so sehr darauf fixiert ist, unbedingt dieses Lieblingsauto und das Auto, in dem so viel Persönlichkeit steckt, erhalten zu wollen, dann verrennt man sich in dieser Lösung oder anders in dieser Lösung des Problems. Obwohl das Problem nie Teil der Lösung sein wird, weil das Auto schon total kaputt ist. Eine wirkliche Lösung wäre zum Beispiel, ich verzichte auf Auto und probiere einfach mal ohne Auto auszukommen oder mit dem Fahrrad. Oder ich kaufe mir ein neues Auto. Das könnte eine Lösung sein. Und das Problem, das alte Auto, ist nicht Teil der Lösung. Anderes Beispiel mit Menschen. Beziehung. Ich führe eine Beziehung und Beziehung läuft irgendwie nicht mehr. Und dann gibt es, mich eingeschlossen, Menschen, die sehr, sehr lange in einer Beziehung verharrt haben und sehr, sehr lange daran gearbeitet haben, und teilweise ewig daran arbeiten, um das Problem, die Beziehung oder in dem Fall ja doch die Beziehung an sich, also das zwischen den beiden Personen, das zu lösen, obwohl es da nie eine Lösung geben wird, weil einfach die Menschen zum Beispiel zu unterschiedlich sind oder andere Ideologien haben. Und deswegen ist da auch wieder der andere Mensch ist ein Teil des Problems, weil Beziehung sind immer zwei Menschen das Problem und ist auf jeden Fall das Problem aus der Sicht jetzt des anderen und ewig daran zu arbeiten ist keine Lösung. Hast du es verstanden, was ich damit sagen möchte? Das Problem ist nicht Teil der Lösung. Man muss sich dann entfremden oder dieses Problem einfach ja, sein lassen. Das klingt jetzt hart, weil es um einen Menschen geht, aber der Mensch darf ja trotzdem tun, was er möchte. Also wenn ich in einer Beziehung ein Problem mit jemandem habe, dann darf dieser Mensch gerne alleine machen, was er möchte. Wenn gemeinsam eben eine Beziehung nicht mehr möglich ist. Und dann wäre eine Lösung vielleicht, wenn man den Menschen noch um sich haben möchte oder doch in irgendwo eine Weise eine Beziehung führen möchte, dass man ja, die Beziehung einfach öffnet, also offene Liebe lebt oder von mir aus auch eine offene Beziehung, obwohl ich davon nicht wirklich viel halte. Und dass man dann gemeinsam mit anderen vielleicht eine Lösung findet. Das könnte eine Lösung sein. Oder dass man eben einfach, wenn man weiterhin auf eine Person fixiert bleiben möchte, eine neue Beziehung sucht. Und das ist dann auch wieder so, dass die Lösung ohne das Problem auskommt. Und das gibt so viele Beispiele, wo dieses Konzept, dass das Problem nicht Teil der Lösung ist, auch angewendet werden kann. Noch ein praktisches Beispiel, bevor wir dann ins Detail kommen. Und ich will das heute einfach mal andersherum versuchen. Also, Problem Job. Ich habe einen Job, der macht mir keinen Spaß. Ich habe sehr viel Stress in dem Job. Und dann ist es nicht sinnvoll, versuchen irgendwie mit dem Stress klarzukommen, ne? Sondern es ist sinnvoll, wenn man es schafft natürlich, da kann man an sich selber arbeiten, dann ist nicht das Problem der Job die Lösung, sondern ich selber bin die Lösung, indem ich eine Situation wie einen Berufslastkraftwagenfahrer, dessen Beruf ja sehr stressig ist, wie so die Allgemeinheit meint, dass man dann sein Mindset ändert und einfach total dankbar ist, dass man mit dem Auto hin und her fahren darf und dafür Geld kriegt und ja, nicht im Krieg ist, kein Hunger leidet. Und dann fährt man und dann muss man natürlich trotzdem gewisse Zeiten einhalten, aber fühlt sich nicht unter Stress, sondern ist sehr dankbar dafür. Und dann ist
man selber die Lösung, aber nicht das Problem, der Job. Der Job bleibt, wie er ist, ne? Und wird als Problem wahrgenommen. So. Oder man wechselt den Job. Auch da ist das Problem nicht Teil der Lösung. Als letztes vielleicht noch ein persönliches Beispiel. Ich selber habe den Anspruch, die Welt zu verbessern. Das möchte ich, indem ich Menschen inspiriere, Menschen, so denen es geht, transformiere. Zumindest mein Teil dazu beitrage, dass der Mensch sich selber transformiert. Weil wahre Transformation geschieht immer von innen. Ich kann da nur einen Anreiz geben. Und ja, und ausgehend aus der Problematik, die ich sehe, deswegen ist das mir auch so ein Bedürfnis, weil viele Menschen hängen in Anhaftung, in Kleingeistigkeit, in Materialismus, in Rechthaberei oder ganz beliebt, das sehe ich auch immer wieder in den Kommentaren unter meinem Video, in Opferhaltung. Ne? Das ist nun mal so, das geht nicht, da kann ich nichts tun. Und da möchte ich ansetzen. Und das ist das Problem. Die Menschen, die diesen Eigenschaften anhaften, die Rechthaberei, ich weiß etwas oder Opferhaltung, ich kann nichts tun. Und je mehr diese Menschen diesen Eigenschaften anhaften, umso mehr ist dieses Problem, der Mensch trifft die Aussage, die ich oben getätigt habe, zu. Wenn sie dann komplett, sage ich mal, dieses Problem sind, wenn sie also wirklich das Paradebeispiel an Opferhaltung, an Anhaftung, an Materialismus, an Rechthaberei und eben auch an ja, eine Form der Kleingeistigkeit sind, dann sind sie das Problem. Und die Lösung, die Welt zu verbessern und die Menschheit glücklicher zu machen, das bezieht sich für mich persönlich nicht zwangsläufig nur auf einen Menschen. Das kann sein, in dem Moment, wo ich mit einem Menschen interagiere, aber mein größeres Ziel ist einfach ein Stück dazu beizutragen, dass die Menschen zufriedener sind und etwas demütiger sind, respektvoller miteinander umgehen, dankbarer sind. So. Und wenn ich dann Menschen habe, die anhaften und die in der Opferhaltung verharren, die dann mit mir, sei es beim Rohkostpot lag, beim Messen oder auch in den YouTube-Kommentaren oder per Mail, Facebook, mit mir diskutieren und ich merke dann, hey, das ist ein Mensch, den wirst du nicht erreichen. Und ich habe die Erfahrung schon einige Male gemacht. Und am Anfang, wo ich YouTube gestartet habe, da war ich ja, total selbstüberschätzend. Ich dachte, ich kann jeden Menschen erreichen. Aber es gibt Menschen, die sind so tief in dieser Opferhaltung drin. Die glauben einfach nicht, dass sie was ändern können. Und sie nehmen gewisse Dinge, wie zum Beispiel, das ist ja, ein aktuelles Beispiel aus einem Video in den letzten Tagen, da ist mir das aufgefallen. Ja, der LKW-Fahrer, das ist ein stressiger Job, das nehmen sie einfach so an. Und diesen Menschen kann ich nicht helfen, das kann ich nur so annehmen. Aber das ist nicht mein Fokus und das wird nie mein Fokus sein, Menschen zu erreichen, die zu starr in dieser ich kann nichts ändern, Sachen drin sind. Und dann muss ich sagen, okay, die Lösung liegt eben außerhalb dieses Problems und das Problem sind die Menschen und dann muss ich diese Menschen, weil ich sie nicht erreichen kann und ich darf das auch für mich, einfach, ja, ich lasse sie sein, sie dürfen sich entfalten, wie immer sie wollen, aber eben nicht dann ja, in dem Feld, wo ich agiere, auf meinem Kanal oder Facebook, Website oder sonst was, sondern da möchte ich die Lösung schaffen. Und die Lösung kann ich nur schaffen, wenn ich das Problem sozusagen einfach lasse. Wenn ich das Problem, also wenn ich die Lösung dort suche, wo die Lösung ist und nicht wo das Problem ist. Was Problem oft nicht Teil der Lösung ist. Und da beginnt dann die Arbeit für euch, für mich, für jeden Menschen. Und gerade wenn Menschen involviert sind, wie Beziehungen oder wie auf Arbeit, wenn man einen Job deshalb nicht mag, weil dann Menschen dabei sind oder eben hier auf dem YouTube-Kanal ist ja auch bloß eine Art Arbeit, dann muss man ganz genau schauen, inwieweit diese Menschen, die eventuell wirklich das Problem sind, also in einer Beziehung oder Arbeit, wie weit diese Menschen wirklich das Problem sind und das Kernproblem sind, was dann nie ein Teil einer Lösung sein wird, oder inwieweit diese Menschen ja, offen sind. Woran erkennt man das? Man erkennt das zum Beispiel daran, wenn Diskussionen sich immer wieder endlos drehen.
wenn immer wieder dieselben Argumente kommen, wenn immer wieder dasselbe Unverständnis kommt und man einfach sagt, hey, das habe ich schon 100 Mal gehört, das geht nicht weiter. Und dann ist dieses Problem, wenn es immer wieder derselben Bahn verläuft, dann ist das das Problem. Und dieses Problem kann nicht Teil der Lösung sein. Und es klingt unglaublich hart. Es klingt unglaublich hart. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und kann es nicht durchaus sein, dass ich immer jede Beziehung retten kann? Kann es nicht sein, dass ich jeden Menschen inspirieren kann und transformieren kann oder Hilfe zur Transformation geben kann? Kann es nicht sein, dass ich mit jedem Job der Welt glücklich sein kann? Im Idealfall kann es das. Aber für mich als Menschen, als der ich bin, und für den Großteil der Menschen, der ihr seid, kann es das nicht. Und deswegen, weil wir selber nicht perfekt sind, wir sprechen oft von einem Idealbild, sei es in der Ernährung oder sei es in der Spiritualität, sei es in der Liebe. Aber die meisten von uns erfüllen in gewissen Dingen des Lebens einfach nicht dieses Idealbild. Und man könnte jeden Menschen erreichen. Ich kann es nicht. Du kannst in jedem Job glücklich sein. Oder du kannst es eben nicht. Und genau das ist dann das Problem. Und wenn dann noch Sachen dazukommen, wenn ihr merkt, okay, diese Menschen, die jetzt in einer Beziehung oder auch auf Arbeit, dass diese Menschen dann noch anfangen, euch emotional zu erpressen, indem sie euch Schuldgefühle suggerieren, indem sie ja, in irgendeiner Weise, ihr wisst, was emotionale Erpressung ist, ich habe dazu auch schon 2 Videos gemacht, dann ist es auch wieder ein Indikator dafür, dass das das Problem ist und nicht die Lösung. Denn die Lösung liegt darin, dass ihr ein zufriedenes Leben führt und dass ihr eurem Herzen folgt. Und wenn ihr Schmerzen empfindet, wenn andere Menschen euch ausnutzen und andere Menschen aufgrund eurer Schwäche oder eurer Liebe zu diesen Menschen dieses, ja, ich sag das schon, ausnutzen, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass das Problem nicht Teil der Lösung ist. Und ihr solltet dann wirklich, ich auch, konsequent in die Selbstliebe gehen. Oftmals wird einem dann Egoismus vorgeworfen oder in einer Beziehung dann fehlende Diskussionsbereitschaft oder andere Dinge oder hier auf dem YouTube-Kanal fehlende Kritikbereitschaft und du musst doch allen Raum geben und so weiter. Nein, du musst nicht in der Beziehung dir alles gefallen lassen und dir alles sagen lassen. Ich muss auch nicht hier auf dem YouTube-Kanal oder bei Facebook oder was auch immer mir alles sagen lassen. Nein, ich kann einen Raum schaffen, den ich kreiere und den ich möchte. Und ich möchte das Problem, was von sich aus wegstirbt, ich erinnere nochmal, ich möchte die Welt verbessern und das läuft über Generationen, über Jahrtausende von Menschheitsjahren, da ist eine Generation überhaupt nicht relevant. Und das Problem stirbt automatisch weg. Und ich setze dort an, wo es geht. Und ich tue einfach das Problem sich selber lösen lassen. Weil das Problem an sich ist ja kein Problem. Das Problem an sich ist ja im Endeffekt nur ein Konstrukt. Ich empfinde etwas als Problem. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, der Job, der Mensch, wer auch immer, mit dem ihr vielleicht gerade ein Problem habt, da ist nicht ein Problem. Da ist nur für euch ein Problem. Aber wenn ihr den für euch eure Lösung schafft, indem ihr das Problem ignoriert, indem ihr diesen Menschen ignoriert, dann ist dieser Mensch, der kein Problem ist, einfach nur Mensch. Und das ist gut so. Und ihr empfindet ihn nicht als negativ, sondern ihr beachtet ihn gar nicht. Er darf sein. Und das ist auch eine Form von Respekt gegenüber diesen anderen Menschen. Ich hatte da schon ein Video über die Hilflosigkeit gemacht. Wenn man anderen Menschen nicht helfen kann, das geht so ein wenig in dieselbe Richtung. Es hilft sogar den anderen Menschen, wenn ihr ihn ignoriert, weil er nicht mehr Teil eines Problems ist, was ihr in eurem Kopf geschaffen habt, sondern er ist einfach nur er. Er ist Rüdiger, er ist Sandra, alles gut. Und ihr geht in eure Selbstliebe und ihr findet die Lösung außerhalb dieses von euch als Problem titulierten Umstandes. Wunderbar. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, uns von Problemen zu lösen. Die Probleme, ich wiederhole das nochmal, die eigentlich keine Probleme sind. Alles, was ist, ist gut. Aber die Probleme, die wir als Probleme wahrnehmen,
davon zu lösen und die Lösung nicht in dem Problem zu suchen, nicht daran zu arbeiten. Ihr könnt es probieren, wenn es funktioniert, wunderbar. Aber an einem gewissen Punkt gibt es da nichts mehr zu arbeiten. Dann ist das Problem nicht mehr Teil der Lösung. Die Lösung liegt woanders. Die Lösung liegt in Veränderung. Die Lösung liegt darin in Neuausrichtung und in Substitution. Und das ist ein ganz großes Anliegen, dieses Thema mal ganz konsequent anzusprechen, ganz konkret anzusprechen, weil ich habe den Eindruck, dass viele Menschen alles erreichen wollen und viele Menschen mit jedem gut klarkommen wollen. Und ich habe den Eindruck, dass Menschen denken, dass sie in einer Beziehung mit einer Person, die man liebt, dass sie so lange daran arbeiten, bis es denn endlich funktioniert, in einer Arbeit verweilen und denken, irgendwann wird es schon besser. Nein, das ist meine tiefe Erfahrung. Löst euch, traut euch, die Lösung außerhalb des Problems zu suchen und ignoriert Umstände, Personen und fühlt euch gut dabei. Alles Liebe.